Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta. Und ja, wir sind genau so weit wie Makedonien, also hier. Wobei Makedonien wurde gerade rausgeschmissen. Spoiler-Alarm. Genau, hier mache ich die letzte Mauer. Das ist ja ein lustiger Name. Pontos ist ja mit mir ganz okayisch. Ah, genau, hier kam ja so ein nissianischer Händler, behauptet, die besten Pferde der Welt zu haben. Sie züchten. Du wirst mal verhaftet. Ehrgeizige Ehefrau. Ja, wunderbar. Verschwenderischer. Ja, wow, das ist eine richtig gute Kombination. Naja. Gut, wir können wieder was erforschen. Was wollen wir denn erforschen? Pferdekoppel ist ganz geil. Aber, naja, Sparta, ne? Die machen ja nur fette Infanterie und alles andere ist quasi, ja, mehr oder weniger Söldner. Beziehungsweise Verbündete einfach. Ich will schnell zu der königlichen Kaserne. Da rushen wir jetzt mal durch. Weil die sind ziemlich nice. Sardes. Mögen Sardes mich? Oh ja. Oh ja. Warte. Willkommen, willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heiße ich euch willkommen und werde... Mögen euch die Götter des Olymps sehen. Wieso? Was ist es, das euer No... Ich wollte den eigentlich übernehmen, aber Sardes mag mich. Ha. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Aber nur ein bisschen, warte mal. Pontos mag mich gar nicht. Okay. Dann könnt ihr... Entschuldigung, da können wir mit Pontos Krieg anfangen. Oder ich kann mich komplett auf Italien fokussieren und Syrakus und Rom rausschmeißen. Ja, hier sind zwei Armeen, da mache ich mal Pontos jetzt in Eimer. Seid gegrüßt. Verschwendet keine Zeit mit schlechten. Okay, dann krieg ich. Ich kenne Ärzte, die euch gern aufschneiden würden, um die Wurzel der Dämlichkeit im Menschen zu finden. Ah, da machst du mir es leicht, ich krieg zu. Oh. Jetzt sind auch die Seleukiden meine Feinde. Das ist natürlich jetzt interessant. Da machen wir mal eine fette Schlacht, oder? Oh yeah. So, die Seleukiden. Das ist ja ein hässliches Kampfgebiet. Viel zu viele Bäume und so. Das ist natürlich ärgerlich. Also der Hügel ist sehr ärgerlich. Da hochzuklettern ist halt sehr toxisch für mich. Das Problem ist, er kann sich da getrost niederlassen und ich muss so oder so zu ihm. Ich versuch mal hier hinzugehen. Also hier auf diese Flanke, weil da ist es nicht so steil wie da. So hier meine Pikeniere, Hopliten, General, Steinschleuderer und Pferdis. Tüdelü. Let's go. Aber bitte langsam. Und vorgespult. Wobei mit denen kann ich eigentlich schon mal scouten.
die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ah, der stellt sich nicht, der bunkert sich nicht ein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal super. Also ein bisschen bunkert er sich natürlich ein. Also er benutzt auf jeden Fall den Vorteil des Hügels. Aber... Aber jetzt greift er an. Das ist seltsam. Oder doch nicht. Ich komme gerade nicht klar, was er gerade will. Er weiß wahrscheinlich auch nicht, was er gerade will. So, ich weiß halt natürlich nicht, wo der steht. Ja, jetzt erwische ich den aber gut. Jetzt mache ich gerade volle Kanne. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Volle Kanne Selbstmord. So. Der General dürfte auch mal ein bisschen Damage machen, ne? Diese Plänkler-Kapillaristen sind so nervig. Das gibt's gar nicht. Speerinfanterie bereit. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unser General wird angegriffen. So, jetzt aber. You can me kreuzweise. Was auch immer das heißen soll. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Genau, immer euch merken, wenn die Pikiniere normal laufen. Dann bleiben sie in der Phalanx. Wenn sie rennen, dann nicht mehr. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Dann heben sie die Phalanx hoch. Und ja, genau. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Vater! Da fällt der Geschwindigkeit!
Männer wanken. Wie ihr Befehl. Befehle? Verstanden. Bereit. Ja, Kommandant, rein zum Einsatz. Zu Befehl. Wir erwarten eure Befehle. Spartaner. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir erwarten eure Befehle. Zu euren Dienst. Schnelle Reiter zu euren Dienst. Spartaner! Zu Befehl. Ich erwarte eure Befehle. Auf Linien bereit! Jetzt machen wir hier glatt und ihr macht mal volle Kanne hier auf die Pikiniere. Alter, die machen mich unsere ja echt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Krass. Das ist ein schändlicher Anblick. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Kommandant! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mach den. Doch mal glatt. Geht anscheinend nicht. Ich brauche ihn mal hier vorne. Euch brauche ich auch hier vorne. Also der macht mich jetzt echt fertig. Junge, Junge. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Verstanden! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Morkana! Ihr Reitboy! Greift ihre Positionen! Verstandene! Schnelles Marschieren! Greift ihre Positionen an! Der hatte aber sehr viele Pikiniere. Wahrscheinlich liegt es dann da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Meine ganzen Kavallisten sind halt volle Kanne im Bobbes. Aus Gründen. Ich gehe mal hier hin, du schießt weiter auf. Auf Pikiniere. Unser General ist gefallen. Ja, das verliere ich. Krass. Krass, 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 krass. Der hatte viel, viel mehr Pikiniere als ich. Aber dass er dann so abgeht. Deshalb bewegt euch nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu Befehl! Eure Befehle? Zu Befehl! Bereit zum Einsatz! Eure Befehle? Auf Linie! Zu euren Diensten! Spartaner! Ich erwarte eure Befehle! Sparta! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff. So, jetzt versuche ich mal, hier in den Rücken zu kommen. Zu Befehl! Zu Befehl! Doppelte
zu euren Diensten, Spartaner! Ich erwarte eure Befehle! Hoplitten, bereit, Sparta! Hoplitten! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Geschossen kommt sie zu euren Diensten! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Sparta! Speerinfanterie zu euren Diensten! Ja, die Lage war halt richtig gut für ihn auch. Also, Hopliten sind da richtig, richtig gut, wenn, sie auf dem Hügel sind, dann sind die richtig, richtig stark. Und er war auf dem Hügel. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Und ich nicht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber trotzdem, könnte ich noch gewinnen. Die Hopliten von den Spartanern sind einfach nur krass. Und Pikiniere sind eben nur frontal gut. Und hier konnte ich ihn ja jetzt einkesseln. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Und jetzt kann ich ja den halt auch wirklich in den Rücken angreifen. Komm schon! Ihr habt keine Zeit zum Vorwürfen. So, mein Problem ist, sind jetzt die Steinschleuderer, die anscheinend noch sehr viele Munitionen haben. Wieder das. Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Wir erwarten eure Befehle! Spartaner! Zu Befehl! Und dann? Spartaner! So, oh Mann. Greif ihre Positionen an! Okay. Ja, das habe ich gerade noch so gewonnen. Ja, krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das noch gewinne. Der hatte 1, 2, 3, 4, 5 Pikiniere. Der hatte nur eine Pikiniers-Einheit mehr als ich. Und trotzdem hat er bis zum Schluss hatte er noch alle Pikiniere hatte er noch. Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Aber realistisch. Doch realistisch. Vor allen Dingen, weil ich nur die spartanischen Pikiniere habe. Die sind also, da gibt es noch bessere auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich hatte gar nicht die. Ich hatte die. Die schlechten. Also die periökische und nicht die spartanische. Naja, gut. Also, das habe ich verloren. Das bekomme ich nächste Runde wieder. So. Genau, hier bleibe ich mal, weil hier und hier und hier sind alles Feinde. Die brauchen noch eine Runde. Und die greifen mich jetzt an. Nicht. Ja, er kennt mir das auch, oder? Warte, er sagt 65%. Der hat viele Kavalleristen. Ich habe 2 Kavalleristen. Der hat ja komische Einheiten, ehrlich gesagt. Das sind die noch römischer als dieser. Das sind quasi, soweit ich weiß, also wenn ihr das besser wisst, gerne verbessern.
Aber soweit ich weiß, sind die Sozii sind ja Hilfseinheiten, die noch nicht die noch in der Ausbildung sind, soweit ich weiß. Auxiliar sind natürlich die. Oder? Ich glaube schon. Gut, speichern und dann. Also, wir sind halt schon bei 20. Wenn ich hier die Schlacht noch mache, sind wir bei 40. Und ich muss das heute noch hochladen. Nee. Dann mache ich das nächste Mal. Und mache hier jetzt noch die ganze Wirtschaft. Der brauche ich nichts. Okay, das war's. Und jetzt? Ja, stimmt, aber Sparta ist ja noch ziemlich klein. Die 300. Die könnten die 300? Könnten eigentlich die da angreifen. Dann habe ich auch Eisen. Das ist super. Super gut. Wobei, das könnte ich ja. Ja, nee. Oder doch. Dann ist das eine gute. Nein, das war falsch. Das war hier. Hier die auch. Diese bitte auch. Und diese bitte auch. Gut. Dann, wenn ich hier eben noch ein Militärgebäude reinhaue, dann haben die eine sehr starke Garnison. Und ja, sind nicht so leicht einzunehmen. So, okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das da gibt es dann die nächste Folge. Und ja, dann rendere ich jetzt mal schnell und lade das hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.